So, da muss ich jetzt nur noch den Fußball mitnehmen und dann müsste ich auch alles fürs Fußballtraining haben. Wobei, Moment mal, muss ich eigentlich einen eigenen Fußball mitbringen? Die müssten da doch welche haben auf dem Trainingsplatz. Okay, und den Rest habe ich alles gepackt, dann kann es jetzt losgehen. Okay, Papa, wir können jetzt los. Das ist ja richtig klasse, dass jetzt hier eine neue Fußballmannschaft gegründet wurde. Ich wünsche dir ganz viel Spaß im Training, Julian. Also, wenn du nichts vergessen hast, dann können wir jetzt los. Nö, hab alles dabei. So, Julian, da sind wir auf dem Fußballplatz. Richtig cool, ich bin auch schon total aufgeregt. Wer hier wo sonst noch alles ist? Oh, die beiden da hinten, die kenne ich doch. Das sind doch Sven und Max. Cool, dass die auch bei mir mit im Team sind. Und da drüben? Moment mal, den kenne ich auch, aber was macht der denn hier? Das ist doch Albert. Hey, Albert, was machst du denn hier beim Fußballtraining? Du hast gar nicht gesagt, dass du auch kommst. Oh, hi Julian. Ja, das war tatsächlich total spontan. Also meine Schwester Marie, die wollte unbedingt mitmachen und, sie hat gesagt, ich soll auch mitkommen. Ich glaube, ihr habt euch bisher noch gar nicht kennengelernt. Also, das da drüben ist sie. Nee, du hast bisher nicht mal erwähnt, dass du überhaupt eine Schwester hast. Und eins und zwei und drei und hopp. So, fertig mit Kniebeugen. Ich bin aufgewärmt. Jetzt noch ein paar Liegestützen und eins und zwei und drei. Die ist ja voll das krasse Gegenteil von dir, Albert. Die ist ja eine richtige Sportskanone. Wollen wir mal rüber zu Sven und Max und Hallo sagen? Echt? Zu den beiden? Die sind doch voll in den Klassenstufen über uns. Ja, ich weiß, aber wir sind doch jetzt auch in einer Mannschaft. Und außerdem kenne ich die auch schon. Hey Sven, hey Max. Na, freut ihr euch auch schon aufs Fußballtraining? Hey Julian, cool, dass du es geschafft hast. Ja, aufs Training freue ich mich auch, aber ich muss sagen, hier auf dem Heuballen, das ist auch ganz gemütlich. Hi, ich bin Max. Du bist Albert, oder? Ja, genau, ich bin Albert und du bist Max und du bist Sven. Schön, euch kennenzulernen. Oh, hey Leute, ich glaube, da kommt unser Trainer. Was geht ab, Sportfreunde? Versammelt euch mal alle in der Mitte, ja? Also, Sportfreunde, ich find's so cool, dass wir jetzt hier eine eigene Fußballmannschaft gründen. Und ich glaube, wir werden eine Menge Spaß zusammen haben. Aber mal ganz kurz innehalten. 1, 2, 3, 4, 5? Ihr seid nur zu fünft, aber auf der Anmeldung standen eigentlich 6 Leute. Noch nicht anfangen. Ich bin zu spät, ich weiß. Oh, hey, Mathilda. Wusste gar nicht, dass du auch kommst. Hey, Sven, geht die nicht auch mit euch in die Klasse? Und mit Hannah? Ja, genau, das ist Mathilda. Ich frag mich, warum sie vorher noch nicht gesagt hat, dass sie auch hier beim Training mitmacht. Ja, also, ich hatte mich angemeldet, aber ganz ehrlich, ich war mir unsicher, ob ich überhaupt komme oder nicht. Und naja, jetzt bin ich halt da. Okay, dann sind wir ja jetzt vollständig. Dann würde ich sagen, lauft erstmal ein paar Runden um den Platz, um euch aufzuwärmen. So, nachdem ihr jetzt alle fit und warm seid, können wir ja tatsächlich mit dem Training anfangen. Und ich würde sagen, ihr lernt vielleicht erstmal, wie man überhaupt mit dem Fußball gleichzeitig läuft. Also dann, Leute, holt euch mal alle einen Fußball von da drüben, ja? Na endlich geht's los. Ich hol den Ball. Juhu, Erster. Der Ball gehört mir. Ich war noch total aus der Puste. Moment mal, habt ihr jetzt alle schon einen Ball? Ja, sieht irgendwie so aus. Scheinbar gibt's nicht genug Bälle für alle. Oh, Mist, hätte ich doch mal meinen eigenen Fußball von zu Hause mitgebracht. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Entschuldigung, Herr Fußballtrainer? Ich glaube, Sie haben uns Ihren Namen noch gar nicht gesagt. Es gibt gar nicht genug Bälle für alle, also ich habe keinen bekommen. Oh, sorry, da war ich wohl etwas zu motiviert. Ja, stimmt, ich habe meinen Namen noch gar nicht gesagt. Ich bin Marc. Okay, Marc, aber was machen wir denn jetzt wegen dem Fußball? Oh, da scheine ich mich wohl ganz schön verzettelt zu haben und habe nicht genug mitgebracht, aber das ist gar kein Problem. Also, wir können die Bälle ja teilen. Okay, ich habe euch gerade einmal gezeigt, wie man mit einem Fußball läuft. Probiert es jetzt auch einfach mal selber aus. Sven, du stehst ja schon ganz vorne. Fang du doch mal an und zeig, was du drauf hast. Ich soll anfangen? Okay, ja, ich versuch's mal. Okay, so vorsichtig, das ist gar nicht so einfach. Okay, ich laufe mal etwas schneller und... Oh Mann, jetzt ist der Ball weggerollt. Alles gut, Sven. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Versuch's einfach weiter. Okay, neuer Versuch. Ich bin zwar jetzt etwas langsamer gelaufen, aber ich hab's bis hier rüber geschafft.
Ja, sehr gut gemacht, Sven. Das Wichtigste ist einfach nicht aufzugeben. Nur so wird man auch besser. Okay, jetzt bin ich dran. Na, das geht doch super einfach. So, da bin ich ja auch schon. Ich war mindestens doppelt so schnell wie Sven. Ja, richtig gut, Marie. Aber, du warst eigentlich noch gar nicht dran. Wie auch immer. Hauptsache, ich bin die Beste. Okay, Max, du bist dran. Oh, das bin ja ich. Also, ich hab's ja gerade schon bei Sven gesehen. Nicht zu schnell laufen. Du machst das super, Max. Und geschafft. Okay, Mathilda, zeig, was du kannst. Oh, okay. Das klappt ja eigentlich ganz gut, jo. Okay, gleich bin ich im Ziel. Geschafft. Cool, war ja eigentlich ganz einfach. Hey, Mathilda, das hast du echt richtig gut gemacht. Okay, Albert, zeig, was du drauf hast. Oh Mann, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt was mit dem Fußball zu tun habe. Na toll, und der ist auch direkt weggerollt. Okay, dann hier nochmal ein Neustart. Oh, warum ist er denn jetzt da drüben? Da habe ich wohl etwas zu doll getreten. Albert, mach dir nicht so viele Gedanken darum. Versuch's einfach. Ja, das ist ja einfacher gesagt als getan. Ich kann doch nur denken. Okay, also, dann berechne ich nochmal, mit welcher Kraft ich jetzt diesen Fußball treten muss. Oh, ups. Hey Albert, alles in Ordnung bei dir? Ja, alles gut. Ich habe nur vollkommen falsche Berechnung durchgeführt. Dann laufe ich jetzt einfach ganz langsam mit diesem Ball bis zum Ziel. Also, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen üben, aber das wird schon. Gut gemacht, Albert, du bist ja jetzt angekommen. Da werde ich zu Hause auf jeden Fall noch mal einige Rechnungen durchgehen, damit ich das hier besser hinbekomme. Marc, ich bin ja jetzt dran. Ich bin ja als Einziger noch hier, aber ich habe ja jetzt gar keinen Ball. Wie soll ich denn jetzt die Übung machen? Hey, Kumpel, kannst du mir vielleicht mal kurz deinen Ball leihen? Meinen Sie mich? Klar. Okay, Julian, ich schieße den Ball jetzt zu dir rüber. Versuch ihn einfach mit deinem Fuß zu stoppen. Wow, der Ball kommt ganz schön schnell auf mich zu. Aber ich hab's geschafft, ich hab ihn gestoppt. Und dann werde ich den jetzt mal auf die andere Seite rüber dribbeln. Da bin ich auch schon, hallo. Voll cool, ich hab's geschafft. Wir haben's alle geschafft. Hey, richtig gut gemacht, Julian. Alles klar, Sportsfreunde. Damit habt ihr schon mal den ersten Schritt geschafft. Ich kann schon sagen, unter euch steckt bestimmt der ein oder andere Fußballprofi. Als nächstes üben wir dann, aufs Tor zu schießen. Das ist ja eigentlich auch fast das Wichtigste beim Fußball. Aber vorher gibt's eine Trinkpause für euch. Oh Mann, ich bin das gar nicht gewohnt, mich so viel zu bewegen. Also ich brauche jetzt echt erstmal eine Menge Wasser. Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, wenn man viel Sport macht, dass man dann auch viel trinken muss. Bisher habe ich auf jeden Fall richtig viel Spaß, also das ist schon echt cool hier. Ja, also ich muss sagen, ich wollte eigentlich erst gar nicht kommen und ich war jetzt auch noch nicht so gut bisher, aber Spaß macht es auf jeden Fall trotzdem. Ja, und Marc hat ja vorhin auch gesagt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und Übung macht auch den Meister. Also, wenn wir einfach weiter trainieren, dann werden wir auch sicher einfach nur besser. Alles klar, Pause ist vorbei, kommt alle wieder zurück. Also, wie gesagt, zeige ich euch jetzt, wie man aufs Tor schießt. Und das ist natürlich wichtig, weil nur dafür gibt es dann ja tatsächlich Punkte im Spiel. Ich mache es euch einfach mal vor. Also, alle gut herschauen. Wow, voll cool. Das ging voll ins Tor. Ich mache als Erster. Und Anlauf. Tor, Marie, Marie, Marie und alle zusammen, Marie, Marie. Hey, sehr gut, Marie. Du hast direkt ins Tor getroffen. Aber nochmal, du warst noch gar nicht dran. Also wir müssen hier schon auch aufeinander achten. Wir sind ein Team. Oh, sorry. Ich gewinne nur so gerne. Okay, Julian, du bist der Nächste. Okay, da versuche ich mal mein Bestes. Och, Menno, ich hab nur die Latte getroffen. Hey, Julian, das ist doch gar kein Problem. Also, mach dir keinen Kopf. In der Bundesliga trifft auch nicht immer jeder ein Tor. Mathilda, zeig du doch mal, was du drauf hast. Alles klar, ich versuch's mal. Oh, cool. Das war echt klasse, Mathilda. Du bist richtig gut. Okay, Sven, du bist dran. Okay, hoffentlich klappt das jetzt besser als gerade beim Dribbeln. Sven, ganz ehrlich, mach dir nichts draus. Wie gerade bei Julian schon. Heute ist ja sowieso erst euer erster Trainingstag. Okay, Albert, gib dein Bestes. Okay, also wenn ich das jetzt alles richtig berechnet habe, dann sollte das funktionieren.
Okay, die Rechnung ist schon wieder fehlgeschlagen. Albert, was machst du denn? Schieß doch einfach aufs Tor. Albert, nur mal ein ganz kleiner Tipp. Weniger im Kopf, mehr im Fuß. Okay, tief durchatmen. Dann versuche ich es jetzt nochmal. Okay, also der Ball ging nicht am Tor vorbei. Er ist nur nicht überhaupt angekommen. Das kriegen wir irgendwann schon hin, Albert. Keine Sorge. Okay, dann bring den Ball nochmal zurück, damit Max auch schießen kann. Okay, ich versuch's auch mal. Juhu, ich hab ein Tor geschossen. Richtig gut, Max. Du hast es auch geschafft. Okay, dann kommt nochmal alle zusammen. Also, Sportsfreunde, das war schon mal ein richtig, richtig gutes erstes Training. Also, das hat mir mega Spaß mit euch gemacht. Und jetzt einmal alle Pfoten in die Mitte. Und auf drei Arme hoch und wir rufen Go Team. Und 1, 2, 3, Go Team! Und Julian, wie war dein erstes Training? Oh, Papa, das hat echt richtig Spaß gemacht. Also, ich freue mich schon total auf diese Fußballmannschaft. Das wird bestimmt richtig cool. Wir haben auf jeden Fall noch eine Menge zu lernen, aber ich glaube, das wird schon. Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!